Hop-Tego! Aha! Woohoo!
저런 게 나오지. Ja, Leute, und so hat es sich zugetragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich so schnell wie es ging. Muss ich sagen, ich habe nicht am Stück gespielt, sondern ich habe es mit Save States gemacht, also nach jedem Level. Aber ich finde trotzdem, das war schon ein guter Speedrun von mir. Finde ich. Ich bin stolz auf mich. Also ich habe alles gut hinbekommen, schnell, schön, alles super. Nun seht ihr, wie ich mit 31 Sternen das Spiel beendet habe. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. So, jetzt können wir noch ein bisschen quatschen. Also, scheiße. Ach, ein Update. Das wird gleich, aber ihr seht das nicht. Ein Endprodukt. Entschuldigung. Und ich bin zu faul. Tut mir leid, das war gerade eine kurze Unterbrechung, weil etwas dazwischen kam. Das tut mir leid. Also, ich liebe dieses Spiel einfach und ihr habt ja schon, falls ihr mein Let's Play gesehen habt, habt ihr es gehört. Ich habe viele Speedruns gesehen und auch unter anderem, wo die gar keinen einzigen Stern geholt haben. Und ich habe gedacht, hey, das kann doch gar nicht funktionieren. Und hab's bei der Treppe auch so, bei der unendlichen Treppe. Und Tatsache, es hat irgendwann funktioniert. Dann habe ich es davor auch nochmal probiert, da hat es auch geklappt. Und dann habe ich es bei den ersten beiden, habe ich es probiert. Und habe ich es einfach nicht geschafft. Ich weiß nicht, ich habe es nicht hinbekommen. Aber auf jeden Fall geht es schon mal so und ich finde das echt, also ich fand das echt cool. Ich war sowas von erstaunt, als es das erste Mal geklappt hat. Weil da denkt man ja nicht, wenn man so Sachen sieht, denkt man dann so, Hacker, du Scheiß-Hacker, Mann. Aber das funktioniert wirklich. Das funktioniert viel, was mich wirklich gewundert hat und das finde ich cool. Also, ich probiere alles aus. Da ist ein Fehler im Spiel, weil die Bretter sind nicht da. Gerade eben bei dem Bild. Hätte man drauf achten müssen. Und in ganzen Welten war ich schon gar nicht. Also, ich habe wirklich die Sterne ausgesucht, die am schnellsten gehen. Oder zumindest, die man zu dem Zeitpunkt am schnellsten machen kann. Also, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, aber ich finde, das war schon ganz gut. Und ich hoffe, wie gesagt, euch hat es auch gefallen. Das war, glaube ich, das Letzte, was ihr von mir von Mario hört, außer vielleicht noch ein Tutorial, wie ihr das selber schafft mit dem Treppenhochspringen. Weil so schwer ist das eigentlich gar nicht.
probieren. Dann funktioniert das schon. Also, das wird dann das letzte sein. Also ich denke, ich werde das Tutorial noch machen, weil werde ich wieder sehen, sieht das auch bestimmt. Ich weiß nicht, ob ihr dabei meine Hände sehen werdet und den Controller, weil ist ja auch relativ wichtig, aber das müsste eigentlich auch so ganz normal zu erklären gehen. Mal gucken denn. Naja. Und dann sage ich tschüss. Und ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet den auch. Und bis zu meinen Let's Plays. Und mit Mario ist jetzt die End. Thank you so much for playing my game.